längst da sein. Ich habe mir zwei Hawaii-Hemden bestellt. Was? Bei welchem Shop denn? Hawaii-Hemden-Shop. Okay. Das geht ganz schnell dann. Lass den Schüler. Ich weiß, die sollen noch in der Postfiliale liegen und sie sagt, nee, hat sie nicht. Und laut Sendungsnummer ist das Paket bei ihr, aber sie sagt, nee. Ja. Hier bei uns war Post. Nee, bei der Versicherung da hinten. Die Frau ist ja sowieso immer so blöd, finde ich. Ach so. Hast du Fredde? Ja. Lass den Schüler noch mal ein, zwei Minuten Zeit. Vielleicht braucht er ja ein bisschen. Hey, jetzt läuft er ja. Da, Marisa am Rauchen. Hier, willst du übernehmen? Ist da schon jemand dabei? Guck mal, Marisa, darf ich die Story nochmal erzählen oder willst du die Story nochmal erzählen hier? Erzähl sie nochmal. Ich erzähl sie. Ist das nicht da drauf? Also, ja, aber dafür kannst du doch nichts. Nee, auf dem Stream davor meine ich. Nee, der hat gar nicht aufgenommen. So, okay. Also Mama. Also hi erstmal. Ich sollte den Auftrag, ein T-Bone Steak zu besorgen. War bei Famila. Famila hatte kein T-Bone, kein Tomahawk. Dann bin ich zu Landwege, die hatten Bonix, dann bin ich zu Edeka, die hatten es auch nicht, dann bin ich nochmal zu einem anderen Rewe. So, dann sage ich zu dem Jungen, ich so, du, hast du ein T-Bone Steak? Ja, eins noch. Und geht so nach hinten und kommt wieder und kommt mit diesem Oschi an. So. Und ich dachte so, naja, ich sag mal lieber nix. Das ist ja kein T-Bone, ist ja ein Tomahawk. Und dann macht er mir einen Kassenbon, also diesen Klebezettel fertig. Und auf dem Klebezettel steht kein Produkt drauf, sondern nur 19 Euro. Das Ding wird 60 Euro kosten. Und ja. Naja. So war's. Phil Kreuzig. Wir sollten ja live. Ja, da würde irgendjemand für Ärger kriegen. Das tut mir leid. Aber man muss sich auch fragen: T-Bone ist ein T. Wo ist da das T? Ich wollte ja nichts sagen, weil ich habe ja schon mal den Fehler gemacht und habe von dir einen Anpfiff bekommen, weil ich das falsche Fleisch besorgt habe. So, deswegen habe ich ja, ich sag mal lieber nichts, der wird schon recht haben. Ah, danke. Ja. Leute, ihr wolltet ja, dass wir beim Essen live gehen, deswegen machen wir es jetzt auch. Guckt jemand zu, ja? 5 Leute. Wow. Genau. Wir hatten schon mal 13, das hat aber wahrscheinlich rumgeleckt. Ach so. Okay. Geh mal, Philipp, du nimmst das Handy mit. Hat aber wenig Prozent. Ach, Quatsch. Philipp, kann ich zu dir kommen oder hat das Handy genug Prozent? Ja, warte ganz kurz, ich muss hier erst alles. So, guck mal, da finden wir einen Augenblick nicht. Oh, hier ist noch mein Brett von den Chipmunks. Was eine Rinderkeule, ja? Und die hat Mama für 19 Euro bekommen. Also ich sag dir, das reicht so. So. Mit dem Steak kannst du... Ich würde das hier wieder einpacken, dann lass doch morgen nochmal irgendwas machen. Ja. Mit dem Steak kannst du jemanden erschlagen. Das stimmt. Ich würde mal, was wiegt das? 1,3 Kilo oder so. Gewicht hattest du nicht? Nein, das ist normalerweise steht das Produkt auch drauf. Da steht nur, da stand nur drauf, der Preis. Und ein anderer Aufkleber mit bezahlt. Azubi? Junger Typ, ja. Hi. Kann passieren, hoffentlich wird der Supermarkt auch nicht verkraften. Das war auch erst in Plastik eingepackt. Und ja, das ist natürlich was Besonderes. Und er sollte es auch so lassen. Dann hat er es aber ausgepackt und in zwei Tüten von vorne hinten ist es übergestülpt und hat dann diese beiden Aufkleber drauf gemacht. Warum liegt eine Switch drin? Was wiegt mehr, Jordan oder das Steak? Was? Warum liegt ein Switch drin? Ja. Ich hab sie gefunden. Das ist wie Ostereier suchen. Nee, John, nee. Schön, dass das versteckt er hier. Ja, er kann sich ja nicht mal merken. Die richtige Schublade kann man sich ja nicht mal merken. Der kann sich ja nicht mal die Schublade merken. Oh, hier ist sie. So. Ja, schau, die bleibt da. John hat das nicht mehr so gut drauf mit der Kamera. Du hättest ja auch das Steak filmen müssen, du hast ja die ganze Zeit hierher gefilmt. Er hat sich gerade gefilmt. Ach, du hast, ich wollte es gerade gefilmt. Achso, ja. Du hast dich gefilmt. Ja, er hat vorher das Steak und alles gemacht. Moin, moin. Ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Biefer läuft schon. So, Rudolf ist auch schon ganz nervös. Wieso steht eigentlich Marmelade zwischen? Die Switch habe ich gut verstaut. Gewürzen und hier deine Käsesoße steht bei den Gewürzen. Ich weiß. Käse-Dip. Warum machst du ihn denn auf? Jetzt kannst du ihn noch im Kühlschrank packen, John. Jetzt musst du ihn essen. Das war ja unschlau.
von Jordinski Ehrenleberwurst, Kamera. Oh, guck mal, die sind schießt. Dingsbums. John, wir essen gleich. So. Jetzt warten mit dem Essen. Genau, also. Ich hab den Tag einen Dip gekauft. Welchen? Den Knoblauchdip. Okay. Wer ist das? Es war eine Freundin hier mit einer großen Sonnenbrille. Nee, das wusste er nicht. Wenn Rudolf versucht, das zu fressen, platzt er. So, John? Ja? Geschmeckt. Komm in die Gänge hier. Einmal. Warte. Möchtest du auch ein Prosecco mit dem Rhabarbersaft? Oh, sorry. Das ist richtig lecker. Ja, dann so. Filmst du hier? So, das ist mein Biefer. Dann werden wir jetzt mal, den Ding mal ein bisschen einheizen. Der muss ganz oben rein. Naja, so, dass ich ihn noch reinkriege. So, und jetzt gib ihm. Jetzt kriegt er einen auf den Deckel. Pieferfilm. Oh, geil. Das wird so saftig. Marisa, kannst du auf deinem Handy mal gucken? Kannst du mal einen Timer laufen lassen? Ja. Mach mal bitte 3 Minuten runterlaufen. Das Tor zur Hölle. Oh, das spritzt ja. Philipp, das Tor zur Hölle. Ja, das lassen wir jetzt mal ein bisschen brennen. Oh, das wird so schön. Guck mal, das riecht jetzt schon geil. Oh, das läuft schon alles, da läuft schon alles runter. Oh, ich hab jetzt schon Hunger. Ich bin gleich da. Ja. Oh, ich hab jetzt schon. Oh, da läuft alles runter. Das wird so super, saftig. Sieht doch super aus. Das wird so saftig. Ist der Mango hin? Biefer. Biefer, der Thermomix für den Mann. Ja. Das ist der Thermomix für den Mann, ja. Und dann in den Ofen, oder wie? Ja, und dann wird nachgegart im Ofen. Oh, lecker. Guck mal, Leute. Oh. So, warte mal. Vorsicht. Wir können noch einmal hoch. Oh. Richtig schön durch. Richtig schön durch? Nee, wir brennen den, verkokeln den jetzt schön oben, ne? Mhm, dann wird er schön knusprig. Mal kurz den Stiel hier filmen. So, das mal kurz. Da ist der Philipp. Da ist die Marisa. Hallo. Ganze Familie hier. Erzähl mal das Neueste, das du schon erzählt. Was? Was jetzt passiert? Nach den Ferien? Ich zieh zu Mama und Philipp. Also ich ziehe hierher. Läuft der Timer mal wieder? Ja. Genau. Du hast ja vorher auch bei mir gewohnt, 9 Jahre, ne? Wie viel ist noch? 52 Sekunden. Dann starten wir neu? Ja. Schön geil. Hey, du hast ja auch gesagt, vorher 9 Jahre bei mir gewohnt. Ja. Und dann haben wir das Projekt gemacht, ne? Mit, ja. Da schreibt jemand. Eine Woche da, ja. Eine Woche hier. Ja. Cool, okay. Das klingt gut. Ziehst du komplett zu uns, gehst doch hier zur Schule und nur am Wochenende wieder Papa, ne? Ja. Hat Papa mehr Zeit wieder? Cool, das ist gut, schreibt jemand. Ja, ist auch richtig gut. Wir freuen uns auch richtig. Und deine geile Schule, ne? Ja. Vielleicht finde ich dann hier auch Freunde. Ja. Ja, wenn du nur mal so kurz hier bist, ist es schwer mit Freunde finden, ne? Ja. Dann habe ich mich mal eine Woche bei euch gewöhnt, dann bin ich wieder bei Papa. Dann habe ich mich eine Woche bei Papa gewöhnt, dann bin ich wieder bei euch. Nee, ich esse die Soßen dann heute. Soll ich dir das mal ein bisschen
Oh, das riecht so gut, Philipp. Wie viel Zeit ist runtergelaufen, Marisa? Ja, warte. Oh, das riecht. 2 Minuten 6 noch. Das riecht so gut, Philipp. Ich weiß. Ein paar Leute freuen sich auch, dass ich zu euch ziehe. Sehr gut. Jetzt streamen wir öfter, ne? Mhm. Wenn die Leute nach wie vor Lust auf uns haben. Ja, die sind ja lustig, ne? Geht so. Hilfe. Hilfe. Ach, Rauch. Wie lange ist noch, Marisa? Wir haben jetzt noch 1:20. Moin, Philipp und Marisa, wie geht es? Philipp, ich sehe im Moment die 1 und 2 Jahre älteren Videos bei YouTube. Hast du eine Idee, woran das liegt? Das verstehe die Frage nicht so ganz. Philipp ist ein Bräuler meistens. Bräuler. Ein Brüller. Ach so, ein Brüller bin ich. Oh, Jordan, was sagst du, wie sieht das aus? Oh! Oder? Lecker. Wie sieht das aus? Gut, oder? Geil. So. Na dann, mal guten, jetzt? Dann mal guten Hunger. Ja, mal gucken. Perfekt, schreibt jemand. Ein bisschen zu fein. Das ist normal. So. So. Ja, steckt uns. Hast du noch einmal das Geschirr am Tuch? Ja. Achso. Oha. Eingequarmt hier. Jetzt kann ich mein Thermometer gar nicht benutzen, weil die App da drauf ist. Soll ich dir schnell runterziehen auf meins? Nee, ich hab doch hier noch mein. Red Eye. Okay. Also, so ein gutes Stück Fleisch mache ich immer nur mit Thermometer. Es ist einfach zuverlässiger. Ich glaube, ich muss gerne noch einen Großeinkauf machen. Och nee, was brauchen wir denn noch? Alles. Och. Auch morgen machen, ne? Das reicht. Ach so, okay. Ich wünsche euch guten Hunger. Ich hau mir jetzt auch was in die Plauze. Dankeschön. Hat schon jemand unsere Ferienwohnung gebucht? Schmeckt aber gut mit dem. Mama, wärst du auch so nett und würdest mir noch einen Rhabarberschorlensaft da fertig machen? Danke. Stell dir mal auf den Tisch bitte, mein Freund. Was? Fall nicht, pass auf. Was hältst du von Videos? Gerade. Von was? Was hältst du von SOUS? Was heißt das? Sous-Videos? Sous-Videos. Garen? Sous-Vide-Garen. Garen. Nicht so viel. Habe ich mal ausprobiert. Das heißt, man macht es erst gare und brennt es dann an, sozusagen. Also du machst es erst bei niedriger Temperatur, weißt du? Weißt du es? Verstehst du es schon? Ja. Weißt du, also dann legt man das erst in den Ofen, vielleicht bei 80 oder 100 Grad oder 60 ja. Grad oder so. Und danach knallt man dann den Beef oben drauf. Könnten wir mal probieren. Ja. Ausprobieren, ja. So, einmal zu Mama gehen, ob sie... Mama, das schickt dann nur abgelaufene Sachen aus. Das mache ich immer ich muss gerne mal, trinken. Wenn ich ein bisschen Zeit habe. Genau. Das ist abgelaufen. So gut? Ja. Hat Karl gemacht, ne? Ja. Mega. Vakuumiert mit Wasserbad, meinte ich. Ja, ich weiß, ja. Ich hab's probiert. Ich meins war es nicht, aber. Vielleicht habe ich es auch nicht gut gemacht. Dipschimischuri.
Wir sind ja auch Griller, die zugeben können, wenn was mal nicht gut läuft. Ja. Ich freue mich, wenn ich meine Outdoor-Kicker habe. Wenn ihr alle ein Abo macht, dann habe ich die schneller. Was ist eine Outdoor-Küche? Ja, ich wollte doch eine Grillstation mir draußen hinbauen, weißt du? Ja. Aber da müssen wir noch ein bisschen aufs Geld warten. Also Lotto spielen, Jordan. Vielleicht ziehe ich ja was. Lotto ist aber kacke. Lotto ist blöd, das ist Geldverbrennung. Lotto ist nur gut für Leute, die Lotto gewinnen. Wir haben diese ganzen Tüten noch, sowas müssen wir wieder machen. Was? Phil kauft ja immer Unmengen an Sachen, von die man so selten kriegt. Aber die müssen wir mal machen, ne? Ja, die liegen schon länger, ne? Ja. Outdoor-Kitchen ist was cool. Was macht man damit? Ein bisschen Rub ist das immer. Ach so, für Schwein und Huhn, alles klar. Und hier für Lamm, Rind und Geflügel. Ah, okay. Und das sind diese ganzen Teilpasten, ja? Wie bitte? Das andere sind diese ganzen Teilpasten. Ja. Die Qualität ist etwas niedrig, schreibt jemand. Du musst ein bisschen hier rüberkommen, John. Ich zieh mal kurz. Ich zieh mal die. Wer ist denn das Viech da? Sous White ist Französisch für unter Vakuum. Hä? Schreibt mal Leute, ob das jetzt besser ist, weil bei uns ist eigentlich gut. Ich habe den WLAN-Verlegen da weiter rausgezogen. Ich wollte eigentlich mit Jordan morgen Feuer machen. Ja. Und meinen Damm weiterbauen. Wie Feuer machen? Die Baumstämme wegbrennen in der Gleisstraße. Ja, okay. Ich glaube, das liegt halt einfach an der niedrigen... Was? Müssen wir Opa noch Bescheid sagen. Wieso? Weil er sonst auch Jordan morgen genommen hätte. Ich glaube, das liegt halt einfach an der niedrigen eingestellten... Nee, das ist schon hoch eingestellt. Oder? Kann man das am besten ist es, wenn du es dir einmal vorher durchliest und dann erst vorliest. Weil sonst ist es ist so geschrieben. Ich glaube, das liegt halt einfach an der niedrigen eingestellten Qualität. Ist arg pixelig halt. So ist das da geschrieben. Müssen wir nachher mal gucken, dass wir das mal höher stellen können. Wo stellt man das denn höher? Und dann Knüppelkuchen über das Feuer halten. Oder schläfst du im Sitzen ein? Kleiner Duftdolf. Schläfst du im Sitzen ein? Der ist todmüde, der Hund. Der hat vorhin getobt wie... Kommst du wieder morgen in die Firma mit meinem neuen Auto? Mit Kit? Der hat... Mit Kit? Willst du morgen zu Opa oder willst du bei mir bleiben? Bei dir. Ich filme morgens mit Martin, dann kannst du zocken. Ja. Na? Und danach fahren wir dann zusammen los. Mama, ist das okay so? Dann müssen wir das mit Opa abklären. Wir rufen Opa nachher nochmal an. Ist ja eher, ja. Das ist okay. Wir wollen ja morgen draußen und morgen Abend. Soll Mama dabei sein beim Feuer machen oder wollen wir alleine? Nein, ohne Mama. Ist auch gut. Das, ich dachte, wir wollen kochen morgen. Du bist ja auch ein bisschen... Willst du mit Mama kochen? Nein. Ganz schön busy. Will ich nicht. Und was machen wir, Opa? Du hast gesehen, dass du da einen Paketschein hast, ne? Ich? Ja. Da steht ein Paketschein. Die legen das in der Gleisstraße nicht mehr ab, weil der Zaun da ist. Was ist ein Kfz? Da liegt ein Paketschein auf deinen Namen. Ach so, und wo musst du es abholen? Bei der HDMI-Versicherung, bei Penny in Bad Schwadau. In die kleine Stichstraße da rein. Weißt du, du kannst auf Bad Schwadau weiterfahren zur Autobahn und links so halb abbiegen. Aha. Und da geht noch eine Straße bei dem Weinladen rein. Und da ist eine Postfiliale. Ich krieg das nicht. Oder du musst mir eine Vollmacht hinten draufschreiben. Was heißt Kfz, Mama? Kraftfahrzeug, Auto. Marisa, was hast du denn für ein Kfz? Ich hab Kit. Ein Audi TT. Coupé. In Nanograu. Oh, ich liebe das Nanograu. Mmh. Ja, erst. Und toll. Da ist Drive Select drin. Und Mama wusste erst nicht, dass er keine dass er eine Sitzheizung hat. Das Auto ist so hochmodern, ich muss da erstmal. Ist das hier auch wieder neues Pfand?
Das ist erfindlich, das steht aber schon die ganze Zeit da. Ja, ich habe das Pfand mitgenommen, ich habe es gar nicht gesehen. Hier oben würde man Stockbrot sagen. Und Auto sauber machen. Das habe ich Philipp ja noch versprochen. Du hast gesagt, du willst Auto machen, Rasen mähen. Ich habe morgen für Feierabend. Mehr nicht. Weil ich fahre mit dem Firmenwagen zu Olli und der kriegt da TÜV. Deswegen muss ich um 12 bei Olli sein. Nee. Geile Kiste, gut, schreibt jemand. Sport, und dann treffen wir uns danach in der Glaube. Oh, der hat Drive Select. Ja, ja, der Sound ist so geil. Ja, der hat die schon morgen geregelt. Nein. Ich mache morgen auch gern was alleine. Oder Mama, willst du mitkommen? Nee. Wir nehmen Mama mit. Oh, nee, jetzt will sie nicht. Nö. Doch. Ich habe morgen noch mal einen Tag. Na gut, dann Philipp, dann gehen wir halt alleine ohne Mama. Finde ich eh besser. Die härtere Strafen. Mal gucken, wie lange es bei Olli dauert, sonst bin ich jetzt auch schon noch wieder zurück. Weil sonst müsste ich ja meinen, also ich parke jetzt bei der Werkstatt. Aber ich muss meinen ja stehen lassen. Ich erkläre es euch. Also man kann bei Drive Select kann man ganz viele verschiedene Sachen auswählen. Zum Beispiel, das ist wie du Sport auswählen kannst und so. Also man kann halt Sachen... Aber an? Ja. Man kann da Sachen auswählen, so wie effizient, Auto, auf, Mama, auf effizient war das doch, dass der Tank spart, ne? Da fragt jemand, was ist Drive Select? Drive Select ist die Motoreinstellung, weil das ein, wir haben uns ja heute Morgen informiert, weil das ein Luft, eine Luftfederung Federung hat. Genau, ist das die Fahrweise, also entweder Sport oder... Oh, sieht das geil aus. Jordan, ich kann dir geil sagen, gekauft. Mit Auto wachsen, saugen und Rasen mähen kannst du richtig Kohle machen. Ja, ist so. Erstmal musst du deine Kostenlogie hier reinarbeiten. Erstmal arbeitest du das rein, was du kostest, mein Freund. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Jetzt kannst du mal hier Brot und Wasser trinken und dann kannst du mal gucken, was das kostet. Ja, trinke ich halt Brot und Wasser. Ja. Da wünsche ich dir einen guten Schluck bei Brot. Oh, hier ist das schöne Teil. Hast du noch andere Fotos von innen oder so? Hm? Warte. Mama hat mehr Fotos von dem Auto wie von ach, dir oder mir. Ja, genau. Willst du mal mein Handy sehen? Das ist voll. Voll mit Jordan mit normaler Frisur. Die Leute wollen ihn gerne mal mit normaler Frisur sehen. Wie alt wie bist du? Aufwacht. Da. Fetzt die Karre. Bestes. Foto hier. Yeah. Kid. Mit Kind. Kid mit Kind. Fetzt die Karre. Ja, die fetzt. Das ist bestimmt hier. Das ist Dirk. Der fetzt sagt nur Dirk. Felix Harris. Achso, ich dachte, das ist Dirk. Was filmst du meine Waden die ganze Zeit? Nee, er filmt sich. Ach, du filmst dich. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 10. Machen wir eigentlich einen eigenen Zack Plus Laden bald auf? Oder? Mama, zeig mal, wie groß ich bin. Ja. Ja. Mama, zeig mal, wie groß ich bin. Film mal mich. Achso, ja, warte mal, ich muss erstmal nicht so dicht in mein Gesicht halten und dann drehen wir das Ganze. Hey, Mama. So. Ich bin sehr groß für 10 Jahre. So groß. Ich bin fast so groß wie meine Mutti. Das stimmt. Mutina. Ich nenne meine Mutti immer Mutina. Das stimmt nicht. Das war jetzt so, dann das erste soll Mal. Soll ich dich Alte nennen? Was? Soll ich dich Alte nennen? Ich denke nicht, nein. Nee, das will ich für Mama auch. Das will nicht passen. Ganz nein, nein, gar nicht. Marisa, was ist denn dieses Drive True? Was? True. T-H-R-U. Was soll das sein? Sag mir jetzt ad hoc nichts. Z plus Laden, BTF. What the fuck? Hilfst du dich so nah, dein Gesicht? Nein, ich finde dich. So, dankeschön, dass du sagst. Thank you. Hast du denn schon einen Preis für Rasenmäher, Etikett, also ETK, ETC? Einmal Rasenmähen, Gleiwitzstraße, 1,50 €. Ich denke nicht, John, musst du noch besser verhandeln. Nee, ganz bestimmt nicht. 2,50 €. 3. Gut. Gut, machen wir so, 3. Das ist okay. 3 ist gut. Das ist okay. Und wenn du das Kabel durchschneidest, kriege ich 3 von dir, weil Karl hat noch einen Elektrorasenmäher von mir. Ja, okay. Supplementläden sind tot. Ein Drive-In oder Zack Plus Laden gibt lange Zack Plus Ehrenmann, Matthias. Reaktionen, Videos auf YouTube. Ah, danke.
5er. Ha, Philipp! Ja? Ich mach doch auch, ich verhöre auf 5 Euro. Ha. Wir haben auf 3 eingeschlagen, mein Freund. Nachverhandeln ist unehrenhaft. Für 30 Minuten Jordan. Ha. Ja, dann muss ja 29 Minuten fertig werden. Na gut, dann machen wir 5 Euro, wenn ich 29 Minuten fertig werde. Ich sage, dass du das nicht mal durchhältst. Doch. 3 Euro, alles klar. Du darfst jeden Samstag vorbeikommen. Ich bin gespannt, wenn du das erste Mal machst. So kannst du Kabel nicht durchschneiden und nicht über den Stein rummeln. Sonst macht Karl den Kopf kürzer. Aber ich krieg dann 3 Euro, haben wir abgemacht, ne? Ja, und ich finde, das ist viel Geld. Ne? Also 3 Euro ist schon, du bist 10 Jahre alt, das ist echt viel Geld. Weil wir das ja sowieso nur, weil wir schenken das ja sowieso nur irgendwelchen Double-Streamern, die ja. Nee, Fortnite-Programmierern. Nee. Wir haben Mindestlohn in Deutschland. 5 Euro sind zu wenig. Kinderarbeit geht los bei 3 Euro. Nee. Ja. Nee. Das ist ja auch familienintern, das ist was anderes. Oh, sorry. Ich hasse diese Kamera, wenn ich von innen filme. Vom Mindestlohn ausgeklammert sind, glaube ich, nur Gefangene. Ja? Ja, ich glaube sogar, dass irgendein Knacki dagegen geklagt hat. Hast du das Feuer da jetzt? Oh. Nee, ich stand ja nicht mit. Schmuddel Sven. Hi. 3 Euro. Pff, ich habe damals 20 Mark bekommen. Ja, John. Was sind 20 Mark? Du bist 10. 10 Euro. Das ist ja auch so, dass Philipp ja sehr spendabel ist, ne? Da also fragt jemand, bist du Philipps Sohn, Schmuddelsven? Schmuddelsven? Wer ist das? Du bist der Schmuddelsohn, ja. Nein. Ich wollte mal ein Bach ab Spiel sehen, dass ich das noch erleben darf. Das ist der Stiefsohn. Nein. Ist auch das. Kannst du die Schuhe filmen? Ich bin der Sohn, ich bin der Sohn. Kannst du das mal filmen, bitte? Ich bin der Sohn von Philipp. Kannst du das mal filmen, bitte? Das ist schon sexy, oder? Das ist schon sexy. Jetzt geht noch hier die Bauchtasche. Ich kann es tragen. Die Bauchtasche? Wenn du cool bist als Typ, kannst du es tragen. Kennst du noch, die Touris haben hier immer so ein Portemonnaie um den Hals. Weißt du, so ein Schwimmdings. So du meinst wie Karl Schlaffer früher. Mein Vater hatte aber eine Tasche mit Riemen. Mit Lederriemen ja, als so Ehrenhandtasche. Ja. Nee, so zum Rumdabommeln, aber... Ja, wo du so reingreifst. Weißt du schon, was du dir von 3 Euro kaufst? Ich hab über 100 Euro. Die hat Philipp mir... Nicht mehr. Hätten wir was von gekauft. 2 neue Hawaii-Hemden. Warte. Ich glaube, du sparst auf die... Nein. Du sparst auf die PS5. Ne? Die wollte Philipp mir eh kaufen. Wir haben gewettet. Da war er betrunken. Wir haben gewettet. Ja, er hat es mir aber versprochen. Ja, da halte ich dann auch. Aber ja. Ich habe gesagt, wenn du in der Schule besser wirst. Nein, du hast nicht. Da naja, hast du, aber das ist da jetzt hast du nicht. Das hast du nicht gesagt. Nein. Philipp, ja, nein. Ist, ja, hat er ja auch. Philipp, nein, das hast du nicht gesagt. Du hast gesagt, versprochen. Und du. Du kriegst eine PS5 von mir, die besorge ich dir. Aber ich möchte, dass du in der Schule besser wirst. Finde ich, das ist ein gutes Argument. Ich bin auch dafür, weil ich habe dir alles weggenommen. Jesus-Latschen. Hast gehört, Jordan? Ja. Ich möchte, dass Schule ein bisschen besser wird nach dem Sommer. Ja. 3 Euro, ein Döner geht klar. Tschüss. Ich habe Mama und Philipp jetzt ausgesperrt. Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Ja, das stimmt. Ich muss wohl leider die Tür wieder aufmachen. Leute. Vorsicht, John. Ja. Ja, ich weiß, er kauft mir noch eine PS5. Ich bin's einfach. Am 25. habe ich bei Alice Ex-Frau einen Friseurtermin. Ja. Ja, und die macht das. Ich bin ein Modell. Ich gehe kurz auf Klo, ne? Hier, Mama, kannst dich ja filmen. Das dauert dann ja nur 45 Minuten oder so. Ja, ich kaufe mir PlayStation 5, aber Schule muss ein bisschen besser werden. Das haben wir, Jordan, da sind wir uns alle einig.
Schule muss besser werden. Das ist egal. Wenn die Schule nicht besser läuft, dann... hat er ja recht, aber Schule muss trotzdem besser werden. Was macht das Steak? Leute, wenn ihr das seht... Mega geil. Na Marissa, ja, ist eine Nahaufnahme? Nein, auf gar keinen Fall. Und ungeschminkt, frisch geduscht. Geil. Und die Leute können das kotzen. Also meine Eltern bereuen es bis heute, dass sie mir die PS4 geholt haben, ja. So. Das Witzige ist ja, ich habe ja alles entzogen. Ne, ich habe alles weggenommen. Und er war heute Morgen, ich hing ja mit einer Firma, er war traumhaft. Er hat sich eine ganz tolle Tasche gepackt. Mit Buch und Malsachen. Er hat die ganze Zeit nicht von Ja, er braucht halt festere Zeiten und weniger. Opa hat ihn abgeholt um 12, ist er eingepennt. Ja, ich sage ja, er braucht festere Zeiten und weniger. Ja. Ne, wenn er da selber rankommt morgens und er startet gleich in den Tag verdattelt. Er sagt, er hat nicht gedacht. Ich bin ins Zimmer reingekommen, da lag das alles. Er hat gesagt nein. Ja. Handy, ja. Jetzt kommt er gleich wieder. Ja, ja. Kommt er gleich wieder. Ja, das sollten wir ihn zusammen fragen. Ja, gerne. Er hat noch bestimmt. Ja, die PlayStation steht doch da sowieso. Ja, aber das Kabel habe ich abgemacht. Ja, aber das Kabel lag da ja noch. Nee, das habe ich abgenommen. Doch, das Kabel lag da ja. Das war den ganzen Tag nicht weggeräumt, weil ich abends damit auch gestreamt habe. Das lag den ganzen Tag da. Oh, ich hatte gute Noten, bekam als Belohnung die PS4 und dann ging es schulisch bergab. Oh. Ich bin auch nicht dafür. Ja, er muss ja mal zocken. Das ist ja in Ordnung, mal zocken. Aber es muss auch mal eine Dreiviertelstunde reichen. Aber das ist ja auch dein Part. Also ich finde so, dass dieses, ich sag nein. Ja. Und du? Ich habe mir heute jetzt auch gesagt, er war gut mit draußen. Wenn er einen guten Tag hat, kann er gerne nachher eine Dreiviertelstunde zocken. Aber dann muss es auch reichen. Das Problem ist ja, wenn er erstmal angefangen hat zu zocken, dann diskutiert er. Und dann ist seine Welt scheiße für Stunden. Das ist ja das Problem. Er hat mir heute so viele Sachen aus dem Buch davor gelesen. Hey, ich dachte, du hast gearbeitet. So. Und das war richtig cool. So. Jetzt übernehme ich mal hier. Ich zeige euch nochmal die Socken, weil die so scharf sind, die Dinger. Das sieht also mit weißen Socken und diesen Schuhen, ne, das ist schon sexy. Ich mach das jetzt immer so. Ja, wir haben eine Zeitschaltuhr. Also ich hab bei der Switch und sowas habe ich das alles geblockt. Kannst du das mal zeigen, oder? Ja. Ich löse das Tomahawk mal ab vom Knochen. Damit Rudi es essen kann. Nee, weil da ist die rote Seite. Oh, das sieht ja wohl... Oh, das Stück wird... Oh, da freue ich mich ja drauf. Und ich mag sowas auch? Ja, du musst das Fett wieder wegschneiden. Jetzt stelle ich so rum rauf. Dann wird die Seite von dem Knochen wird dann hier unten auch nochmal mitgegart. Damit das nicht zu rot ist nachher für alle anderen. Solange er sie nicht im Bett trägt, ne, das wäre ja noch zu schön. Also die Dinger da, wie heißen die Birkenstocks, finde ich ja cool. Aber so in dieser Kombo ist das schon... Kannst doch nur du tragen, Schatzi. Ich kann das auch tragen. Ja, du machst das ja auch eiskalt. Da kennst du ja nichts. Geil, Oma. Willst du hier ein geiles verbranntes Stück? Ja. German Tourist. Da hast du recht. Ich sag ja, da fehlt jetzt noch hier die Bauchtasche. Oder kennt ihr noch damals diese Plastikröhrchen, die man so um den Hals hatte, diese großen Dinger, wo man das Geld drin hatte, Dankeschön, wo man das Geld drin hatte und man baden gehen konnte? So ein Teil fehlt ihm noch. Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Stockelsdorf. Aus in der Nähe von Lübeck. Dankeschön. Schmeckt? Mhm. Danke. Was ist das Drive-Thru, was dein Kfz hat, Marisa? Ja.
Das hat mir eben gerade schon mal... Also ich muss mich ja, wie gesagt, noch ein bisschen zurechtfinden. Das heißt Drive Select und das hat 5 Varianten. Das heißt, du kannst ja effizient, individuell, bla bla. Das heißt, dass dein Fahrwerk sich verändert und das Soundmodul des Autos sich auch verändert. Oh, das heißt, ich bin gespannt, ich kriege einen Krampf. Das ist auch schick. Oh, ich habe mich übertrainiert letzte Woche wieder. Nein. Morgen gehe ich wieder. Findest du? Ich gehe, Marisa, wenn nach Corona, ich mache das nicht mehr so doll. Wirklich nicht, versprochen. Vom ersten Tag an 5-mal die Woche. Oh, mhm. Hab ich versprochen, ja. Ja, hab ich versprochen. Naja, auf jeden Fall sind das verschiedene Einstellungen. Sportlich fahren, Fahrwerk anders, lauter und so. Das hast du super gekauft, das Steak. Top. Ja? Mega. Ich wollte dich ja nicht enttäuschen. Deswegen war ich ja noch im Bioladen. Das hast du jetzt von Edeka? Na, von der Rewe. Aber von dem anderen Rewe da hinten bei Martin. Die sind so gut sortiert? Mhm. Ja. Ich hätte es gedacht, das wäre jetzt ein Schmuddelrewe. Ist der gut sortiert? Naja, also die Fleischtheke ist ja besser als unsere. Okay. Mhm. Genau. So, Flo, so ist das, glaube ich. Wie lange hat Rudi auf der Straße gelebt, bevor er nach Deutschland kam? Also, Rudi war ja... Wie alt war Rudi? 6 Monate, als wir ihn gekriegt haben. Und er war eine Woche in Deutschland zuvor, also können wir ja rechnen, ne? Also 5 Wochen, dann wurde er schon aufgegriffen, also schwierig zu sagen, 4 Wochen oder so. Das ging relativ schnell mit... Du hast sehr tief in ihn reinprogrammiert. Ja, aber es ging schnell mit Rudi. Nee, der war nicht, Monate war der alt. Ne? Ja, ja, Monate. 6 Monate war der alt. Genau. Und ich glaube, er ist geboren auf der Straße und dann hat man ihn kurz, bevor wir ihn gekriegt haben, gefunden mit seiner Schwester zusammen. Dann war er in der Tötung und da ist er aber auch nur ganz, ganz kurz gewesen, weil Welpen und so, das zieht ja immer ganz gut. Und dann ist er gleich nach Deutschland gekommen. So muss das irgendwie gewesen sein. Und dann hat ein Pärchen aus Hamburg den adoptiert und nach einer Woche hatten die Schnauze voll, weil er ja so... Speziell ist. ein besonderer Hund ist. Und dann habe ich ihn gesehen bei eBay Kleinanzeigen. Du nicht, ne? Butter? Nee, nicht kannst so, ne? Du, mach. Nee. Bei eBay Kleinanzeigen, ja, aus Spanien haben wir ihn, genau. Und da hieß er Franz. Und Philipp war sehr traurig, weil sein damaliger Hund, ja, weil wir den ja zurückgeben mussten. Und dann habe ich spontan Franz gefunden. Und dann sind wir spontan zu Franz gefahren und haben ihn auch gleich mitgenommen. Gleich gekauft, Geld ja. Mit. Und Franz war da schon. Ziemlich dusselig und ja, umgefallen und es war klar, dass er wild ist, definitiv. Und dann haben wir ihn ganz schnell Rudolfo genannt. Ja, und seitdem haben wir jetzt diesen Brathahn. Wo ist er eigentlich? Ey, Dummi, wo ist mein Dummi? Ich bin hier. Nee, Mann, der andere. Der war nicht schlecht. Hallo, mein Dummi. Hallo, mein Schatz. John. Hallo, mein Schatz. Wo ich gestern Morgen bei dir reinkam, was hast du auf dem Bett gemacht, wo ich reinkam morgen? Warte, mach Peng. Warte mal, lass uns einmal kurz erst Peng machen. Sei ehrlich. So, du hast mir erzählt, du hast Ben eine Nachricht geschrieben. Du hast keine Playstation gespielt. Du hast auf dem Bett mit Kopfhörer, Handy und auf Playstation Fortnite gespielt. Nein. Doch. Hab ich nicht? Doch. Philipp, nein. Doch, die Switch lag auf dem Boden, das Handy lag mit Kopfhörern, hattest du drin und ihr habt... Ich durfte Fortnite spielen, das war am Nachmittag. Das war morgens. Wir hatten das Drama morgens mit dem Zocken. Das durfte ich. Du hast gesagt, ja, ich darf. Und dann war die Server offline und dann durfte ich meine Switch auf einmal nehmen. Ja, Flo, da hast du recht, definitiv. Guck mal, Rudi kann auch was Tolles. Ich meine, ich hab's nein, das mach ich nicht. Lass meine Heidi... Nee, lass mich mal. Rudolf? Rudolf? So, und wir machen Peng. Peng. Mach Peng. Nein. Peng. Peng. Los, Rudolf. Rudolf, komm mal her. Halt du mal die Kamera. Warte, sitz. Platz. Peng. Super. Das hast du super gemacht. Was willst du noch an? Und meine kleine Heidi? Ich mach dir noch einen. Weißt du wie? Weißt du? Wir müssen einmal den Sekt da einmal. Den frischen, nicht? Achso, den trinkst du auch nicht mehr? Ich trinke einen Weißwein. Ich trinke erstmal ein Wasser. Ich trinke erstmal ein Wasser, Korn. Okay. Du willst einen Weißwein, ne, Mama? Fein, mein Rudi. Hallo. Ich hab, Dankeschön. Ich schöpfe das Wasser auf.
im Treppenhaus. Na gut, okay. Boah, Philipp, meine kleine Heidi ist 7 Jahre alt. Meine Heidi? Mausi. Heidi? Meine kleine Heidi ist 7 Jahre alt. Eine alte Oma. Ja, ich streichle Heidi und Rudi von dir. Warte mal, meine kleine Heidi. Rudi, komm her, mein Schatz. Hier, Mama, sitz. 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 Super. Oh, fein. Oh, fein. Hallo, mein Baby. Rudolf, guck mal, was ich hier habe, Rudolf. Was? Das ist doch so heiß. Jetzt heißt Heidi auch Rudolf. Oh, da hat Heidi ab. Oh, guck mal, Heidi kann das auch. Sie, hast du es gesehen? Was? Heidi wächst über sich hinaus. Mit 7 Jahren noch. Guck mal, sag mal hopp, Heidi. Hopp, Heidi. Oh, Heidi. Nee, Rudis Schwester ist leider gestorben, weil die hatte, auf Mallorca gibt es doch irgendwie diese Krankheiten, wisst ihr, diese Blutkrankheiten sind das, glaube ich. Und die hatte das als Welpe und ist dann wohl eingegangen. Also zumindest ist das, was wir so wissen. Später. Bisschen Barbecue-Potter drüber. Ja. Welches musst du Jordan sagen? Nee, ich hab das hier. Ach so, okay. Okay. Geh mal raus. Genau. Da. Ja, das ist schon echt traurig. Aber also ich bin ja sowieso, nun komme ich ja auch vom Dorf und sowas. Ich mag das ja sowieso, wenn man Hunde rettet. Und also Rudi ging es ja gut. Rudolf ging es ja gut bei den Leuten in Hamburg. Lass mich doch ausreden. Rudolf ging es ja gut dort in Hamburg bei den Leuten, aber die waren einfach auch überfordert mit dem Ersthund. Ja, dann in der Wohnung, in so einer, also die Größe der Wohnung kann ich jetzt nicht definieren, aber es war eben im Block. Das passt da nicht, ne? Deswegen haben die... Nein, und dann mitten in so einer hippen Hamburger Gegend irgendwie alles zugebaut. Ja. Kleinen Garten im Hintergrund, der Hund wäre eingegangen. Ja. Der also, Hund wäre völlig eingegangen. Ich muss ja sagen... Das muss ich jetzt leise sagen, aber wenn wir umziehen, dann möchte ich ja gerne noch einen Hund haben. Ja, und ich hatte das ja... Bellen, das, ihr könnt euch erstmal darum kümmern, dass das Bellen bei dem rauskommt. Und ich hatte ja mein... Also Heidi ist ja mein Hund. Wo ist sie denn jetzt da? Das ist der Müllsack. Ja. Und meine Heidi hatte ja immer eine OIB an ihrer Seite. Damit ist sie ja groß geworden. Mein Mr. Tyson. Und Heidi braucht wieder so einen Mr. Tyson, oder Heidi? Wir brauchen wieder einen großen Hund. Ein Mr. Tyson. Der auf uns aufpasst, oder Heidi? Findest du das auch? Ja, oder? Wieso schwänzt du wieder? Ja, Heidi. Wir sind ja nachher auch ganz viel alleine, wenn Philipp dann unterwegs ist. Dann brauchen wir einen großen Hund. Genau, eine englische Bulldog. Nee. Ein Boxer. Ja, ich hatte immer OEBs, genau. Also Old English Bulldogs. Nee. Aber die alten noch, also diese großen mit einer langen Nase. Was würdest du da mit einem... Warte mal, John, übernimm mal hier ganz kurz. Was würdest du für deinen Hund haben wollen, Philipp, wenn du einen großen nimmst? Nee, ich möchte einen Bulli. Ja, einen Bulli. Du weißt gar nicht, was ein Bulli ist. Doch. Ein Bulli. So, dann Marisa. Ja, sofort. Dann guck mal hier. Ich komm auch mal, ne? Oh, geil. Warum sind da so eine kleine Teile drauf? Welche kleinen Teile? Ja, dieses gelbe. Das ist Fett. Ach so. Das, was ich esse und deine Mutter nicht. Und ich freue mich drüber und deine Mutter hasst es. Zeig mir mal Bullis. Warte mal. Nee, ich will Mr. Tyson. Nein, Bullis. Kannst du ja gleich mal einen Bulli googeln, bitte. So. So. Hallo Dummi, hallo Heidi. Hallo. Hier sind unsere drei. Hallo. Kann man das so sehen? Ja. Tyson. Oh mein Gott, Ellie. Und Heidi ist da in der Mitte. Da war ich ja gar nicht dabei bei dem Foto. Na klar warst du dabei. Und Mr. Tyson? Oh. Hat mir nur den Kopf. Das ist das Blöde an diesem Brett. Ohne das Brett ist so cool gemacht von ihm. Aber ohne Fett drin, ohne Blut drin. Und das ist Mr. Tyson. Oh, Scheiße, ich hab alles. Das kannst du nicht benutzen dafür, ne? Ist runtergelaufen, ja. Ja. Scheiße. Ja. So, jetzt geht's. Hier, Rudolf, hier, guck mal. Hier. Ja, Rudolf. Hast du Flippen Wasser gemacht? Nein. Nee. So? So? Sieht man. Ja. Oh. Okay. Mach ich Flippen Wasser. Hier, stilles Wasser. Super, das ist klasse. Ich werde mal vorlesen. Scheiße, läuft alles. Oh, das ist. Du kannst nicht benutzen, das Brett. Ich warte, Philipp.
Läuft jetzt alles hier auf dem Stuhl, ist egal. Nee, die sabbern gar nicht. Überhaupt nicht. Hier. Hast du wirklich Krimis gekauft? Er hat mir auch was geschenkt. Ach so. Mhm. Nee, lass liegen. Es läuft jetzt hier da alles drauf. Lass von liegen. Kannst du doch da ranhalten und dann. Naja, jetzt ist eh alles eigentlich drauf. Aber wenn es unterpackt, läuft es wieder in die andere Richtung. Guten Appetit, Jordan. Setz dich. Ja, guten Appetit. Oh, ich hab richtig Bock. Vielen Dank. Warte, mir einfach ein großes Stück Brot abreißen. Gönn dir, mein Freund. Ja. Mm. Würdest du mir auch bitte Fleisch geben? Ich hätte auch gerne ein Stück Fleisch. Gib dir aus der Mitte ohne Fett. Ja, gerne. Dankeschön. Mir und schneid das. Du hast eine eigene Gabel. Du kannst es ja hier rausschneiden. Mhm. Danke schön. Die Hunde beiseite. Super. Auch ein Stück Brot, ne? Nee. Geht das schon? Ja. Gut. Prima. Hallo, Moin. Sondern. Du bist gerade beim Essen dazu gestoßen. Hat jemand das hier schon mal gegessen? Oh, ist das scharf. Feinschmecker. Das ist Schokolade Kirsche. Geil. Habe ich mir mal gekauft. Das schmeckt mega geil. Das musst du nehmen, das ist der Hammer. Das ist scharf, John. Ich weiß, ich will das probieren. Hallo, bin auch wieder da, euch zu sehen. Da, euch zu sehen nebenbei shoppen, das fetzt. Guten Hunger. Vielen Dank. Das fetzt, finde ich so geil. Das sagt Dirk immer, das fetzt. Das ist halt ein reiner Aussichtspruch. Das kommt aus dem Osten, ne? Hast du gesagt? Das Fetz ist ein reiner Aussichtspruch. Ich habe ja noch nicht probiert, diese Soße hier, ne? Was, ich will ja alles einmal probieren. Mhm. Deswegen probiere ich das jetzt. Zeig das Steak nochmal. Ist ja schon fast weggefuttert hier. Shorty, wird schon leer. Mutti. Das ist wirklich scharf. Oh, mega gut. Probier mal das hier. Filmt ihr mit einer Kartoffel? Hä? Verstehe ich nicht. Weil die Auflösung wahrscheinlich schlecht ist. Ach so. Aber warum? Ja. Wir sind doch hier am WLAN, und also in der Nähe vom WLAN und alles. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich mal in die Einstellung reingehen. Mhm. Aber... Ich habe heute zwei Küchenschränke gekauft, die stehen schon nicht schlecht. Gut ab. Gut. Ich habe heute 100 GB Daten sortiert. Und bin fast fertig. Ich habe das aufgeschoben seit 2 Jahren. Und heute habe ich es echt gemacht und saß 6 Stunden. Du sitzt doch seit Wochen da schon dran, immer. Ja, und heute habe ich alles hin und her geschoben, beschriftet. Alles logisch beschriftet, dass ich es wiederfinde. Flo, glaube ich, brauchen wir für den Umzug, weil Flo hat nur 20 Minuten gebraucht, um seine Schränke aufzubauen. Du bist recht herzlich eingeladen, ja, zu unserem Umzug. Ich wollte ganz sagen. Oh, das ist so lecker. Ikea kannst kauft du? Da nichts, also es ist nicht Ikea. Guten Hunger, Großer. Thank you. Danke uns nicht, oder was? Welchen Großen meinst du? Meinst du mich oder Philipp? Mhm. Ich finde, Fleisch schmeckt am besten, wenn es noch am Knochen gegart wird. Mhm. Willst du dem Hund den Knochen geben? Mhm. Rudolf, ne? Morgen im Garten. Ja? Nicht hier. Achso. Mhm. Tja, Heidi. Dann schneide ich ihn da morgen durch. Mach gerade, ja. Der Fensterbauer, der heute da war? Den großen, großen. Ja. Den Sohn hatte ich mal im Unterricht. Okay. Ja, voll gefreut, ihn wiederzusehen. Mhm. Und sein Vater sagt, ich kenne ihn auch noch von früher, Stockelsdorf. Ich so, oh, wie geht's dir? Und so, aber der Sohn mit, ja? Hm? Da macht er jetzt eine Ausbildung zum Fenstermonteur oder so. Okay. Fensterbauer. Ich wünsche nur Marisa einen guten Appetit. Dankeschön, Altenheim Security. Danke. Altenheim Security. Diese Messer. Ich glaube, du schneidest nicht richtig, John. Die Dips sind super, ne? Hast du den probiert hier?
Der ist mega scharf. Ist wirklich so scharf? Mhm. Ich habe den auch probiert, der geht. Er ist scharf, aber er geht. Die Olive will nicht. Ich muss ehrlich sagen, wo wir Döner geholt hatten, ich hatte guten Magen nach dem Döner. Nee, ich gar nicht. Ist mir ein Phänomen, warum ich so oft von Dönerläden Magen kriege. Es ist kein Hate, ne? Aber es ist. Ich habe es erstaunlich oft. Das Döner auch mega lecker, muss ich sagen. Das Brot machen die ja selber, ne? Ja, und es war alles lecker. Also, es war der beste Döner, den ich seit langem gegessen habe. Okay. Ich mochte den sehr gerne. Sehr lecker. Kann nicht rum. Ich weiß nicht, was du da machst, John. Ich möchte das Fett abmachen. Ja, musst du schneiden. Du ziehst ja. Soll ich das alles wegschneiden? Na, guck mal so. Hier, ich hab auch noch da. Dann mach ich so. Setz davor an. Schneid das weg und fertig ist. So. Ja, bei mir sind aber so kleine Stücke mit drauf. Mhm. Ja, eine gute Schärfe. Mhm. Gut. Ich mag den jetzt immer sympathisch da. Großzügig immer. Ja. Und hier noch und das noch mit da rein und dann, ne? Ich nehme eigentlich immer einen Döner mit alles außer scharfe Soße. Nein, ich meine, da wo wir Dips kaufen. So. Der ist immer nett, der Türke. Nee, Kurde ist es, glaube ich. Das ist ein Kurde, ja. Mhm. Man muss aber dazu sagen, der nebenan, der Hotdog-Mann ist auch sehr nett. Mhm. Der ist sehr zuvorkommend. Das ist der neue Mann von Armins Mutter. Mhm. Okay. Aber Armin hast du nicht kennengelernt, ne? Nee, den kenne ich nicht. Leider ein bisschen, das heißt ein bisschen, ist leider zu laufen, ne? Ja. Aber war dann sich völlig abgekapselt durch Isabel, glaube ich, so ein bisschen. Hashtag no hate. Kam meine letzte Nachricht durch. Hier ist schon was ohne Fett. Good Food, Marisa, Philipp und Jordan ruf Niti und Heidi. Ich glaube, du meinst wohl Rudi, was? Und den Kleinen, Mahlzeit. Ich wünsche einen sehr guten Tag. Möbelstück im Ikea sind die DVD-Blu-ray-Regale. Ich glaube, Philipp und Ikea ist. Nicht dein Thema, ne? Kommen wir mal ins Haus. Also ich habe sie jetzt für die Ferienwohnung gekauft und du hast auch gesagt, dass es hübsch aussieht, ne? Für mich privat nichts. Ist das hier die gute Soße? Mhm, genau. Ging das mit den Kräutern oben drüber? Mhm. Oder willst du? Nee, ich möchte nicht mehr. Ich nehme noch ein bisschen Soße und esse noch ein bisschen Brot. Deswegen wäre es zu schade mit dem anderen Steak noch. Ja, sonst hätten wir das gar nicht aufgegessen. Nur das hier stoppt schon, finde ich. Bekommen wir ein Stück Brot, bitte? Weißt du, was wir morgen auch machen können mit dem Brot? Das können wir füllen. Haben wir noch eins von denen? Nö. Nee, ja, ist doch noch. Wenn du es jetzt logisch abreißt, dann genau. Könnt ihr das auch machen. Das muss jetzt nur, dass es gerade bleibt und dann können wir es morgen füllen. Mhm. Rudi, ja, habe ich mir schon fast gedacht. Die Soße ist scharf, aber sie hat keinen Geschmack. Ja. Ich finde, sie ist einfach nur scharf. Mhm. Dann gucken uns eigentlich so viele Leute immer beim Essen so. Ist das spannend oder wie? Und Philipp hat auch gar nicht gekleckert, das wundert mich. Mhm. Ich habe ja einmal schon quer durch die Bude gekleckert mit dem Brett. Naja, aber das ist ja eine Sache, da kannst du ja nichts für. Normalerweise sieht ja jetzt dein Tisch aus um dich herum wie. Hulle. John, wärst du mal so nett, schenkst mir Wasser ein? Ja. Eigentlich wollte ich mich heute hinlegen, das ist eine Kopfschmerzen. Morgen ich konnte nur einen Teil aufnehmen mit Marlin. Okay. Auch noch einen Eiswürfel? Mhm. Dankeschön, mein Lieber. Wir müssen aufpassen mit der Tür, falls Rudi wieder dazwischen ist. Immer zumachen, weißt du? Ja. Danke. Wasserflasche. Mhm. Also Mama, wie soll ich das Brot jetzt? Nimmst du noch ein Stück? Ja, ne? Mhm. Mir reicht eins da noch.
Wie soll ich das Brot da abschneiden? Anschneiden, Camembert-Scheiben rein in die Schnitte und dann in den Backofen legen. Lecker. Ja. Ja, oder mit Fleisch und so ein Kram füllen, ne? Wie soll ich das denn jetzt abreißen, damit das logisch ist? Das schaffst du. Sagen, so. Also? Ne? Genau. Super. So. Den Rest lassen wir für morgen, oder? Mhm. Genau. Also morgen bist du mit, Morgen gehst du live, oder nicht? Wolltest du morgen nicht live gehen? Ich stehe mir auf Freitagabend um. Mhm. Morgen, was haben wir denn morgen noch? Ah, ihr habt ja Männertag, das heißt, Mutti hat ja sturmfrei, wie ich vorhin, das war echt schön. Ich kam nach Hause, ich konnte in Ruhe duschen. Ganz entspannt. Und ich war lange einkaufen, ne? Ich war echt lange unterwegs. Und dachte ich so, na, wir sind doch schon zu Hause und trommeln. Nee, kein Auto unten, dachte ich, super. Mhm. Hab lange gefunden, ne? Hat auch Spaß gemacht. Mhm. Auch Spaß gemacht. Für mich. Ja. Und Philipp sagt ja auch, das war du kannst das ne? haben. Ich möchte nicht mehr, danke. Moment, den Damm muss ich dir auch noch zeigen. Ja, nehmen wir uns mal an. Oh, ist das scharf. Willst du noch was trinken, was du hast? Mmh. Puh. Mhm. Und meine Heidi? Oh, jetzt bin ich aber schon sehr satt. Bettelst du etwa, meine kleine Heidi? Bettelst du? In den letzten beiden Stücken. Und Floki? Genau richtig für uns. Und Kinder Floki? Und Heidi? Hm. Darf sich bei so einem Tomahawk nicht täuschen lassen, wenn das so verbrannt ist, was das Gewicht verliert. Oh, aber das mit dem. Ich dachte erst, das wird zu schwarz, aber alles perfekt geworden. Schön knusprig. Die Leute haben zu viel Angst, dass es verbrennt. Hm. Reicht. Boom. Boah. Und wenn es dann morgen kombinieren, dass wir Dips weiter essen. Mit Garnelen. Können wir auch schön dippen. Können wir die aber Garnelen bei Karl machen. Wollt ihr das Holz wegbrennen am morgen Abend? Ach so, ja. Das können wir auch mit Karl machen. Ja, sag ich ja. Mhm. Und so, Karl lässt das zu, aber was soll die Nachbarn schon sagen, wenn man da so ein Ding da wegbrennt? Welche Nachbarn auch? Warum soll man dann da kein Feuer anmachen dürfen? Darf man sowas nicht? Doch. Naja, wenn wir jetzt die Feuerschale hätten, dann würden wir auch ein Feuer anmachen. Verstehst du? Und du willst denn? Ich lege zwei, drei brennende Holzscheite. Ja, dann muss ich gleich einrahmen, so ein bisschen, ne? Na, da liegen doch die Steine. Ja, ja. Wie geht's der Mama? Der geht's echt gut, ne? Sehr gut. Kommt Montag raus aus der Reha? Ja. Wie ist der Plan? Wahrscheinlich, ja. Ja. Beim Mittagessen? Lass ich schon fit. Ja. Ne, ich wollte gestern Mittag essen mit ihr, ne? Currywurst. Nein. Der Eis hat nicht so gut geschmeckt. Der Eis? Der Eissee. Ach so, der Eis. Aber die Currywurst war mega. Ja. Ich habe keine gegessen, ich habe nur eure Reste ein bisschen gegessen. Nein, geh weg hier. Nein, nicht beim Essen. Nein. Oh. Hallo. Sieht man das, wie fertig ich jetzt bin? Ja. Soll ich uns abdecken? Der will was. Nein. Ich bin nicht mehr, ne? Nein, vielen Dank. Ich bin mehr als satt. Ich auch. Dann kannst du den Hunden gerne die Reste hier, also diese Reste. Ich muss morgen den Knochen denken. In der Schale geben. Das rührt schon. Wir müssen morgen denken. Mhm. Ach, an den Knochen?
Irgendein Denunziant wird sich schon finden in der Nachbarschaft. Ja. Irgendein was? Denunziant. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Obwohl, also ich glaube, wir haben da nachher nette Nachbarn. Ja, du hast ja heute gesagt, dass der eine Nachbar sich über irgendein Auto beschwert, was da steht, ne? Über das weiße. Mich nervt's auch. Ja, das nervt auch. Aber trotzdem geht man doch erstmal hin, bevor man einen Brief schreibt. Natürlich, würde ich auch sagen, Mensch, kannst du mal 3 Meter davor, weil er steht ja immer an derselben Stelle. Ja, der hat ihn da wahrscheinlich schon weggefahren und jetzt steht er weiter bei uns, weil er da schon weiter weggefahren ist. Also seitdem ich das Auto jetzt gesehen habe, steht er, also seit... Nee, schon mal weiter vorne. 3-4 Monaten steht er da an derselben Stelle. Ich kann mal fragen, der stand schon mal weiter vorne. Okay. Sie hat ja auch schon mal umgeparkt, weil wir mit LKW das glauben liefern lassen. Löschfahrzeug plus Besatzung pro Stunde 600 Euro, also betreibt es morgen nicht. Hm. Netto oder brutto? Mit 16% Mehrwertsteuer geht ja. Dann sagen wir, das Kind war's. Also lassen wir regelmäßig mit Feuerzeug und Steigerzahn spielen. Kühlschrank. Sehr gut. Also. Philipp Schlaffer. Ozzy Osbourne fragt. Hallo. Ozzy Osbourne fragt. Ich habe keine Haare auf dem Kopf, bin tätowiert und sehe gerade beim EMP eine geile kurze Hose von Lonesdale. Kaufen oder nicht? Will nicht in eine bestimmte Ecke gedrückt werden. Klar, kann man tragen. Klar. Ich habe ja auch so eine Jacke, wo ich gedacht habe... Schrott, die trägt jeder. Ja, aber es ist ja so eine Bomberjacke. Hallo Rudolf, Alter, geht's noch? Runter. EMP ist die... Runter! So ein Metal-Versand. Ach so. Auch ein Kühlschrank. Thank you. You have to put the... Oh. Was ist denn Deckel auf Englisch? The Dackel. The Dackel. Das ist auch ein Dackel. The Dackel. Ich weiß gerade, was Deckel heißt. Plastikdeckel. Plastik Deckel. Plastik Overthing. Plastik. Weiß nicht, was kostet was? Was kostet was heißt? Put a funny thing on this. Put the top back on. Put the top. Top. Ich würde nur top sagen. Top. Ich würde sagen, put the top back auf. Oh, wie viele Soßen haben wir denn? Wie viele Soßen? Wie viele Soßen, ne? Soßen brauche ich jetzt nicht mehr gucken, ne? Wie, willst du mich verarschen? Nee, ich weiß, ich habe gerade gesehen. Ich habe viel zu viele Soßen. Jedes Mal, wenn wir bei City sind, oh, ich brauche meine Soße. Raubtierfütterung ist abgeschlossen, Marisa. Ja, da hast du recht. Aber das ging heute. Also du hast dich, schon zusammengerissen. Und also es reicht jetzt deutlich aus. Ich hätte gedacht, dass du mehr reinhaust. Du hast dich zurückgehalten für uns, ne? Nee. Nee? Nee. Das, ich bin mehr als satt. Ich habe es nur gegessen, weil es bevor wir es weglegen. Okay. Ich hatte keinen Hunger mehr. Okay. Ich habe nur noch gegessen, was da war. Wenn du nur die Soßen mir zumachen würdest, dann würde es mir reichen, Jordan, okay? Ist lieb von dir, danke schön. Ja, mehr als genug. Gruß aus Westfalen. Put the top back on. Ah, okay. Put the lid back on. Put the top back on. Die Hunde hassen mich gerade, aber sie wissen nicht, ich kaufe da 90% meiner Kleidung, Ossi. Was machst du da, Philipp? Das ist mein Knochen, du bist doch kein Hund. Schau, Kakao. Ich muss mal mein Gesicht waschen, Jordan, dann komme ich auch raus. So, ihr Süßen, wir gehen schon mal raus, glaube ich. Danke, mein Kind. I love you. I love you, no. Nein, alles gut. I love you, no? Das ist ja auch cool. I love you. Ja. I love you. Ich muss sagen, I love you too. I love you too, Noah. Oh, hier, ciao, ey. Aber in Englisch eine 2. Muss ich nachher noch ins Futterbuch eintragen. Hast du im Futterbuch extra? Sehr gut. Oh, das ist, wie geil ist das denn? Oh, das sieht ja auch ein bisschen desolat aus. Oh, wer ist er? Ein Smetterling? Nee, das ist kein Smetterling. Ich glaube, das ist ein Motte. Eine Motte. Die Terrasse sieht ein bisschen verkommen aus gerade. Aber habt ihr gesehen, sie ist dead. Meine Pflanze ist dead. Jordan, kannst du einmal bitte, Vorsicht, diesen Kaffee? Die Wäsche hier rüber, damit ich da auch sitzen kann. Schatzi, kannst du einmal kurz die Wäscheleine da mit rüber dingst du? Lied ist Deckel. So? Ja, ein weiter, genau, super.
Dankeschön. Guten Morgen. So, Jordan Manske, du willst doch irgendwas. Nein. So. Nein. Zack. Du. Wofür ist eigentlich der Staubsauger da? Da pustet doch nur Dinge raus. Ja, die Pflanze hast du per Bits, das stimmt überhaupt. Aber sie hatte so ein PST. Plötzlicher Schaufeltod. Und ich habe aber ja noch mehr im Angebot. Guck mal, ich hätte ja noch für Linda, dich... was ist das für ein Staubsauger? Der saugt doch... Das ist ja... Die kommt wieder. Das, glaube mir, die kommt noch mal. Du hast und... Warte mal, ich gehe mal mit dir los. Du hast noch die Auswahl zwischen... Es kommt wieder und... Es ist noch grün. Warte. Irgendwelche italienischen Kräuter. Man sieht hier meine Minze. Das hier ist, das ist die Minze. Der Rosmarin ist noch top in Schuss. Und da vorne mein Basilikum. Sieht auch super aus, oder? Regressansprüche geltend machen. Ja. Aber ich habe ja... Ich habe ja noch andere Sachen für dich im Angebot. Oh. Der Junge hat einen Plan, natürlich hat er einen Plan. Sonst wird er nicht so rumschleimen. So, was möchtest du jetzt machen? Ja, guck, wusste ich doch. Eine Stunde, habe ich gesagt, Selbstkontrolle. Eine Stunde und ohne Diskussion. Ah, gut. Okay. Die Entscheidung kannst du nicht übers Knie brechen. Da muss ich nachts drüber schlafen. Na gut, machen wir so. Ich habe ja, die Blume ist ja weg. Die hat er doch ersteigert. Über Bits, weißt du? Und jetzt ist sie lost. Ich muss hier nochmal... Was hatten wir letztes Mal, dass es höher steht? Das Spiel, ne? So, machen wir so wieder. Zack. Das ist eine richtig gute Perspektive, wie ich das sehe. Die geht. Für wie viel kam meine Nachricht nicht mehr durch? Ich weiß nicht, welche du meinst, Flo. Wie geil ist es? Für wie viel? Ich möchte gerne Regressansprüchegeld machen. Großartig. Aber wir haben noch so viele tolle Pflanzen im Angebot. Nein, die beste habe ich noch gar nicht gezeigt. So. Welche? Aber die kostet richtig. Also wer jetzt darauf bietet, also Digga, da musst du noch echt überboten werden. Also das ist jetzt, das ist unser Highlight. Und das haben wir noch zurückgehalten. Die verstecken wir auch immer. Ich zeige es für euch. Oh, das steht gut. So. Das ist die Pflanze. Wir nennen sie auch King unter den Kongs, weil sie einfach stark ist. Sie hat schon so viele Sachen durchgehalten und sie kommt wieder. Glaub mir, ich glaube an die Dinge. Oh nee, die ist geil, die Pflanze, oder? Die ist richtig gut. Ja, ne? Boah, ich bin auf gerade. Ich meine 1500 Bits, aber war eine Kurzschlussreaktion. Da musste ich sofort zuschlagen. Du, das konnte ich total nachvollziehen. Aber siehst du, ich habe dir jetzt ein mega Angebot gemacht. Da muss jetzt mal jemand drüber. Bietet jemand mehr als... Nein, die behalten wir. 1500, die behalten wir. Kommt doch wieder. Nein, ich finde, er hat schon vollkommen recht. Unterlied. Der Deckel. Ja, irgendwer hat doch hier schon ein Lied geschrieben. Ja. Genau. Jetzt setz mich hier noch kurz hin. Weil? Ich muss kurz noch warten. Na gut. So, Herr Schlaffer. Bibotabadabot. Hm? Hat schon was? Das macht Spaß. Jordan, komm da runter, bitte. Spaß. So, hippe hier nicht so rum.
vorgeschobene Nachricht, meine ich. Flo meint die Nachricht unter meiner Lied der Decke. Ich kann nur nicht zurück. Oh. Jetzt ist der Chat weg. Da. Ich hab noch ein. Hab doch Reptilien 2 Korn dann. Und die Große hat eben 2 Mäuse gefressen und gejagt. Meinst du das? Rudolf ist völlig auf. Ich bin hier auch zu doof mit dem Chat. Machen wir jetzt eine Schweigeminute, oder? Nee, ich habe gerade nur kurz gechillt. Essen runter. Tag war jetzt anstrengend. Heute dauerhaft in Action. Heute Morgen Fenster hin, dann mit Martin gefilmt, Getränke geholt, Martin abgesetzt. Ah, okay, Flo. Zurück, Daten sortiert. Dann kamt ihr schon, Hundeplatz, Damm bauen, zurück, grillen. Reicht gerade. Ja. Du nicht? Philipp ist auch in Silence. Ja, ja, doch. Ich bin auch kaputt. Rudolf auch. Korn, dann sind Schlangen, oder nicht? Mhm. Mhm. Ah, Rudolfs Gebelle nervt mich so dermaßen. Das macht ein Ferien, glaube ich, Straße. Irgendwann wird da jemand. Deswegen brauchen wir eine Bulldogge, die dich wegfrisst. Dann. Und sagt: Stopp. Halt deinen Mund. Bulli-Wenn. Mr. Tyson mochte das nicht, wenn man gebellt hat. Na, das hat er unterbunden. Das hat er ja gehasst. Der hat alle korrigiert dann. Guck mal, das Rudolf mal pennen, ey. Sonnenlon hat 100 Bits, ist das ja dann? Für Baumeister Jordan Suver Staudamm-mäßige Arbeit nachmittags. Dankeschön, Sonnenlon. Wie cool ist das denn? Jordan war gut drauf. Ich habe das erste Mal gesehen, dass er in der Natur gespielt hat. Ja, schick mal rüber. Hm? Er schickt mal ein Foto von seiner Kornnatter. Nagini heißt die. Nagini. Na, so Kriech- und Krauchkram ist ja nicht meins. Schlangen und Spinnen. Habe ich ja auch Angst vor. Ist nicht so meins. Na, Angst habe ich keinen, nicht vor denen, aber ist nicht so meine Welt. Ja, vor Spinnen habe ich Angst. Schlangen, ich mag das Häuten nicht so gerne. Komisch. Hätte ich so, aber keinen Bock drauf. Wenn ich mein Tier, wenn einer ausgebüxt wäre, könnte ich mehr schlafen. Die sind so schnell, finde ich. Die sind unheimlich schnell. Ich wollte ja Dirk immer noch mal einen Fisch für sein Aquarium schenken. Dirk? Dirk hat ein Aquarium. Wo das denn? Neu, hat er sich neu. Die Stunde fängt an. Was? Die Stunde fängt an. Ist dein Handy bei? Nee. Oh, das ist Marissa und Rudy. Ich meine, Marissa möchte heute gar nicht gefilmt werden. Nicht Marissa. Wie spät ist denn das, Jordan? Da ist auch der King, den ich geschenkt bekommen habe von Dirk. 19.27 Uhr, Dankeschön. Bist du morgen mit dem Firmentransporter unterwegs oder was? Genau. Okay. Ich lade mir die ganzen Paletten rauf. Die Holzpaletten bringe ich mit. Also Olli macht dann TÜV und dann bringe ich die da abends zu Olli. Als Brennholz. Olli ist Brennholz. Und nicht ich. Doch. Oh nein. Doch. Oh nee. Ich will nicht. Nein. Das mögen die Zuschauer lieber. Nein, die mögen das nicht. Guck mal, wie ich aussehe. Ein Ossi, nice Ossi. Hast du den Paketschein jetzt gesehen? Nee. Was ist denn das? Die Schuhe. Oder die, das von Olli. Wir haben noch da dieses Plansch, oder dieses, wie nennt man das denn? Diese Insel bestellt. Weißt du, wo man zu viert drin sitzen kann mit den Getränkehaltern? Hat Olli doch bestellt. Zu uns? Ja, ich soll es für Olli bestellen, weil das war bei Chivo. Musst du mir dein Perso mitgeben oder das Ding ausfüllen? Ja. Och ja. Gehe ich Freitagabend live mal.
Morgen mache ich dann was mit Jordan. Da könnt ihr auch bei live gehen. Ja, nee, Twitch, ja, aber nicht YouTube. Nachbarschaft abfackelt. Wir können auch Samstag live gehen. Ja, die Leute mögen das dann auch nicht, ob sie dabei sind, ne? Weiß ich nicht. Arachnophobie, ja, das ist so. Leute, um ehrlich zu sein, hänge ich jetzt ein bisschen durch. Ja? Marisa hat wie immer das Schlusswort. Oh, du bist so gemein. Wir sehen uns morgen beim Baum abbrennen. Ja, wir sehen uns nicht morgen beim Baum abbrennen, weil die machen ja einen Männerabendtag. Du musst mich ja abholen, wenn ich 3-4 Bier trinke. Das mache ich, ist kein Problem. Gut. Gut. So, Leute. Dann habt auch noch einen schönen Abend. Und genießt noch die Sonnenstrahlen, die hier gerade rauskommen. Bei uns zumindest. Das ist ein mega langer Abschied. Lass dir was Besseres einfallen. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao.